2 für ihn. Ungefährdet allerdings blieben die 68,82 Meter, die Weltrekordler Jürgen Schult aus der DDR bereits im ersten Versuch erzielt hatte. Der 28 Jahre alte Weltmeister hatte die eindeutig beste Serie und siegte verdient vor Ubartas und Danneberg. Mit 63,28 Metern hatte auch Alois Hannecke aus Ingolstadt den Endkampf der besten 8 erreicht. I'll be back.